Wie gestern Abend verraten wurde, wird es heute einen weiteren Entwickler-Livestream mit Ausblicken auf neue The Sims 4-Inhalte geben. Mehr dazu in diesem Video. Auch in diesem Monat darf ein weiterer Inside Maxis Livestream nicht fehlen. Wie die Entwickler gestern nämlich auf Twitter angekündigt haben, wird schon heute Abend um 20 Uhr ein weiterer Livestream stattfinden, in dem die Entwickler meistens allgemein über die Sims und die Community sprechen, Fragen zu relevanten Features beantworten und öfters mal Einblicke in die nächsten Update-Inhalte für die Sims 4 gewähren. Zumindest ein größerer Punkt auf der Livestream-Agenda steht jetzt schon fest. Die Entwickler werden ein größeres Status-Update zum Pronomen-Update geben, von dem wir schon länger nichts mehr gehört haben. Außerdem können wir uns über einen Sneak Peek in das nächste Update freuen. Was genau hier hinzugefügt wird, erfahren wir dann vermutlich heute Abend. Für den Stream wurde ebenfalls der Simmer Complex Sims eingeladen, der ja vielleicht etwas mit der Zusammenarbeit außerhalb des Spiels, so wie es auf dem Ankündigungs-Screenshot der nächsten 3 Monate genannt wurde, zu tun hat. Wie immer wird der Livestream auf Twitch stattfinden. Den Link zum Sims Twitch-Kanal findet ihr in der Beschreibung. Ähnlich zu den letzten Malen werden SimGuru Duck und SimGuru Rusky durch den Stream führen. Falls ihr jetzt eine Ankündigung des kommenden Gameplay-Pack oder wenigstens mehr Informationen zu den 2 kommenden Sets erwartet, muss ich euch leider enttäuschen. Die Entwickler kündigen in diesen Livestreams grundsätzlich keine neuen Packs oder andere Inhalte an, nur Updates werden hier öfters mal besprochen. Ansonsten gibt es ebenfalls noch ein paar offene Punkte, die die Entwickler in der Zukunft noch in Angriff nehmen wollen. So wurde schon vor beinahe einem Dreivierteljahr erwähnt, dass der Fehler mit herumstehenden und einfrierenden Sims, die nicht das machen, was sie sollen, behoben werden soll. Auch Simulation Lag genannt. Aber auch überarbeitete NPC-Sims mit neuem Aussehen und noch mehr Kontrolle über die Nachbarschaftsgeschichten waren Dinge, an denen die Entwickler noch schrauben wollten. Vielleicht erfahren wir hierzu ja ebenfalls etwas Neues im Stream. Gerade das Simulation Lag-Thema sorgt schon seit dem Release von The Sims 4 immer noch für regelmäßigen Ärger. Was denkt ihr zum anstehenden Twitch-Livestream? Welche neuen Features könnten eurer Meinung nach angekündigt werden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.